Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie hatten eine stärkere Kraft als sie, pflügten und bevölkerten das Land noch mehr, als sie es bevölkerten. Hierauf war das Ende derjenigen, die Böses taten, das Schlechteste dafür, dass sie Allahs Zeichen für Lüge erklärt hatten und sich über sie lustig zu machen pflegten. Dutzende Völker wurden in der Geschichte begraben. Zivilisationen, die Jahrhunderte, gar Jahrtausende überdauert haben, gerieten in Vergessenheit und wurden ausgelöscht. Einst lebte ein Volk auf dieser Erde, mächtiger als alle Völker seiner Zeit. Sie wurden Ad genannt und lebten kurz nach Nuh a.s. Nachdem die Flut zur Zeit von Nuh a.s. die Menschheit nahezu ausgelöscht hatte, blieben nur die Gläubigen zurück. Der Götzendienst und die Beigesellung waren verschwunden und die Menschen beteten nur Allah subhanahu wa ta'ala allein an. Die Gläubigen bevölkerten die Erde neu und schon bald entstanden neue Stämme und Völker. Eines dieser Völker waren die Ad. Sie lebten in einer Gegend namens Al-Ahqaf, in einer Stadt namens Iram, im Süden der arabischen Halbinsel. Die Ad irrten vom rechten Weg ab und begannen damit, neben Allah subhanahu wa ta'ala andere Dinge anzubeten. Da entsandte Allah subhanahu wa ta'ala ihren Bruder Hud, um sie wieder auf den geraden Weg zu führen. Es war der Shaitan, der die Gläubigen dazu brachte, Götzen anzubeten. Schritt für Schritt, beharrlich und stetig, sorgte er dafür, dass erst die Wahrhaftigen unter den Menschen verehrt wurden, dann Statuen der Verstorbenen errichtet wurden und letztlich erhofften sich die Menschen, Segen durch diese Statuen zu erlangen. Allah subhanahu wa ta'ala gab den Ad viele Segnungen. Er gab ihnen ein weites grünes Land, Täler mit Flüssen, wo sie ihre Tiere tränken konnten, und viele Kinder. Sie waren stark und intelligent. Sie waren den Völkern ihrer Zeit weit voraus und dies ließ sie ungerecht und hochmütig werden. Ihre Architektur und Baukunst waren der anderen Völker weit voraus. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Ad verfuhr, der Stadt Iram mit den Stützen, dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen? Sie bauten Gebäude und Gebilde überall im Land, auf Bergen und in Tälern, in Wäldern und an Flüssen. Baut ihr denn auf jeder Anhöhe ein Wahrzeichen und treibt ein sinnloses Spiel und nehmt euch Bauwerke in der Hoffnung, auf dass ihr ewig leben würdet? Und wenn ihr zupackt, packt ihr gewalttätig zu. All dies ließ die Ad hochmütig werden. Sie vergaßen Allah subhanahu wa ta'ala, ihre Abrechnung und das Jenseits. Sie lebten auf Erden so, als würden sie ewig leben. Sie fürchteten niemanden und wurden von allen gefürchtet. Was sollte sie also daran hindern, Verderben anzurichten? Was sollte sie daran hindern, ungerecht und unterdrückerisch zu sein, wo sie doch an keine Abrechnung glauben? Immer dann, wenn sie in ein Dorf einmarschierten, richteten sie Verderben an und machten die Mächtigen des Volkes zu erniedrigen. Das Unheil nahm Überhand und so wurde der Prophet Hud a.s. entsandt, um sie zu warnen. Als ihr Bruder Hud zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Welten. Er, a.s., sagte weiter, so fürchtet Allah und gehorcht mir und fürchtet denjenigen, der euch unterstützt hat mit dem, was ihr wisst, der euch unterstützt hat mit Vieh und Söhnen und Gärten und Quellen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Doch sie antworteten, gleich ist es in Bezug auf uns, ob du uns ermahnst oder ob du nicht zu denjenigen gehörst, die ermahnen. Das hier ist nur die Sitte der Früheren und wir werden nicht gestraft werden. Geblendet vom Glanz dieser Welt und arrogant wegen ihrer Überlegenheit, verloren sie sich im Götzendienst und richteten Verderben auf Erden an und terrorisierten die Schwachen. Dann, nachdem die Warnung zu ihnen kam und die Ad die Warnung missachtet haben, vernichtete Allah sie mit einem unglaublichen Wind. Genauso wie damals die Ad gibt es heute Völker, die mehr Stärke besitzen als andere und die überlegenere Technik besitzen. Sie verhalten sich deswegen auch hochmütig und rechnen nicht mit einer Abrechnung. Genau wie die Ad keine Abrechnung erwartet haben. Doch das Ende der Hochmütigen war immer dasselbe. Erniedrigung im Diesseits und im Jenseits. Ein Volk, das nicht daran glaubt, zur Verantwortung gezogen zu werden,
verliert jede Moral. Es erliegt dem Trugschluss, dass sie mit allem durchkommen, was sie tun, ähnlich wie Kinder es tun, die keine Grenzen kennen. Heute werden wir von den Nachfahren der Art unterdrückt. Doch die Tage der Macht wechseln unter den Menschen. Heute sind die einen mächtiger und morgen die anderen. Allah ist fähig, den Zustand zu ändern, wann er subhanahu wa ta'ala es möchte. Genauso wie er subhanahu wa ta'ala fähig war, die Supermacht Art zu bezwingen. Verzweifelt nicht daran, dass die Menschen sich derzeitig in ihrer misslichen Lage befinden, aufgrund derer, die durch ihre Macht Unheil und Verderben anrichten. Allah wird dieser Welt wieder einen Hoffnungsschimmer, ein Licht am Ende des Tunnels geben. Und Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist.